Siem Reap ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Kambodscha. Hier sehen wir übrigens wieder das Angkor Nationalmuseum in Siem Reap. Der Name bedeutet wörtlich Ort der Niederlage der Siamesen und bezieht sich auf einen Sieg der Khmer über das Heer des Thai-Königreiches Ayutthaya im 17. Jahrhundert. Besonders häufig sieht man hier einen Toyota RAV4. Kambodschaner wissen halt, was gut ist. Ab und zu trifft man in Siem Reap auch auf unerwartete Hindernisse. Bekannt ist Siem Reap vor allem als die der Tempelanlage Angkor Wat nächstgelegene Stadt, in der die meisten Besucher während ihres Aufenthalts nächtigen. Siem Reap besteht aus den Teilen Old French Quarter, Old Market Area, Tapul Village Area, Wat Bo Area und Wat Tham Nak Area. Siem Reap liegt rund 10 Kilometer nordöstlich des Tonle Sap Sees, des größten Sees Südostasiens und eines der fischreichesten Binnengewässer der Erde. In den königlichen Unabhängigkeitsgärten gegenüber des königlichen Palastes entdecken wir zu unserer Überraschung eine Unmenge an Blukungen. Der Schrein für Preyang Chek und Preyang Chom ist besonders wichtig für die Einheimischen von Siem Reap. Im Inneren finden sich zwei stehende Buddhas, eben Preyang Chek und Preyang Chom. Beiden wird unendliche Stärke und Unzerstörbarkeit nachgesagt. Besucher sind willkommen und auch Fotos dürfen gemacht werden. Man spürt auch die Ehrfurcht der Einheimischen vor diesen beiden Heiligen. Für ein paar Dollars kann man hier Vögel kaufen und ihnen die Freiheit schenken. Das soll Glück bringen. Natürlich zahlen Touristen einiges mehr als die Einheimischen. Wir durften für einen Dollar immerhin drei Vöglein die Freiheit schenken. Mitten in einem Kreisverkehr vor dem königlichen Palast befindet sich der Schrein Yathep. Yathep ist eine örtliche Gottheit, die den Bewohnern von Siem Reap Schutz bringt. Wenn man gläubig genug ist und auch Hühnchen opfert, dann bekommt man auch die Lottozahlen vorhergesagt. Hier der königliche Palast von König Sihanouk. Einer der größten Tempel in Siem Reap ist Wat Preap Phrom Rat. Das Wat liegt fast direkt am Tonle Sap-Fluss. Das Wat entstand bereits 1915, doch das darin befindliche Kloster 1945. Dann wollen wir dem Wat mal einen Besuch abstatten und uns im Inneren umsehen. Musik
mình men chanh bi bên đô chụp ni dây thả sẻ bóng tiệt bịa khuất kết trong yên trùng bóng nóm áo chất vô vô lòng bồ sáng mong bố tai biển nuôn lòng bóng bạc bóng dù hợp thay chụp ni dây thả sẻ lanh bóng bà ôn mình sẻ bóng mình khẳng sẻ không bóng không thuấy bóng mình chóng ôi thay chứ chấp Sehenswerte Malereien mit Stationen aus dem Leben Buddhas. Teilweise werden sie auch gerade einer Restauration unterzogen. ស្មានថារហូតមកចំឡើយពិតជាស្រឡាញ់បងវិញខ្ចប់ពីអូនទាំងអស់ប្រគល់ត្រឡប់ឲ្យអូនវិញបើពីអឹងស្រឡាញ់មិនមែនចាញ់ពីបេះដងឈប់និយាយថាស្នេហ៍បងទៀត Der Psa-Cha, also Alter Markt, war seit der Zerstörung der Stadt im Jahre 1975 durch die Roten Khmer geschlossen. Mittlerweile ist er das touristische Zentrum von Siem Reap. Wer shoppen möchte, kommt in den zahlreichen Souvenirläden, die immer mehr die landwirtschaftlichen Produkte verdrängen, auf seine Kosten. Hier im alten Markt findet man jede Art von Souvenir, Holz- und Steinstatuen, Seidentücher, Musik-CDs, Bücher, aber auch Lebensmittel und Früchte. Geöffnet ist der Markt von frühmorgens bis etwa 19 Uhr am Abend. បងវងវិញអឹកក៏ត្រូវស្មានថារហូតមកចំឡើយពិតជាស្រឡាញ់បងវិញខ្ចប់ពីអូនទាំងអស់ប្រគល់ត្រឡប់ឲ្យអូនវិញបើពីអឹងស្រឡាញ់មិនមែនចាញ់ពីបេះដងឈប់និយាយថាស្នេហ៍បងទៀតវាគ្រត់ទ្រៀតចង់ទៀតត្រូងបង លោកអើយចិត្តវល់វល់អំពលសៅមកព្រោះតែពៀននួនល្អបោកប្រាស់បងយូរហើយថ្លៃឈប់និយាយថាស្រឡាញ់បងបើអូនមិនស្នេហ៍បងមិនខឹងស្រីកុំបងខំធ្វើបងមិនចង់ឲ្យថ្លៃឈឺចាប់ Das Butterflies Garden ist ein Restaurant inmitten eines großen exotischen Gartens, der gefüllt ist mit Hunderten bis Tausenden von Schmetterlingen. Diese Schmetterlinge werden von den Kindern eines nahegelegenen, sehr armen Dorfes eingefangen. Gegen ein wenig Geld lassen sie dann die Schmetterlinge hier im Butterflies Garden frei und finanzieren sich so ihren Schulbesuch. Im
Butterflies Garden erhalten aber auch immer wieder junge benachteiligte Kambodschaner die Möglichkeit zu arbeiten oder ihre Handwerkstücke auszustellen und zu verkaufen. Außerdem gibt es hier immer wieder Darbietungen des traditionellen kambodschanischen Tanzes. Aber jetzt kann man das schon schön machen, ne? Und natürlich gibt es hier ganz besonders leckere Original-Khmer-Küche. Coconut Curry mit was? Mit Chicken, ne? Mit Kartoffeln? Das ist ganz geil. Nachdem wir also lecker gespeist haben, gehen wir den Tonle Sap-Fluss entlang wieder Richtung unseres heimatlichen Bungalows. Dieser Raffier wird bei weitem nicht der letzte sein, den wir in Kambodscha sehen. Entlang der Uferpromenade des Tonle Sap Rivers sind jede Menge Tierstatuen aufgestellt. Und auch in Siem Reap gibt es ein Postamt. Über die kambodschanische Post gibt es ja geteilte Meinungen. Wir wollen mal das Postamt begutachten und unsere eigene Meinung bilden. Doris verschickt gleich am ersten Tag eine Menge Ansichtskarten nach Österreich. Wie wir später feststellen werden, werden diese Ansichtskarten nach uns Österreich erreichen. Aber immerhin, sie kommen an. Auf unserem Rückweg ins River Garden gehen wir diesmal nicht die Hauptstraße, sondern eine Nebengasse entlang. Dabei entdecken wir eine andere Art von Siem Reap. Hier ist die Armut der Bevölkerung schon wesentlich deutlicher erkennbar. Nachdem wir den Old Market bereits ausgiebig erforscht haben, erkunden wir diesmal die Straßen rund um den Old Market. Nicht umsonst nennt sich diese Straße Pub Street, denn hier gibt es jede Menge an Pubs, an Bars und an Lokalen und Restaurants. Hier das Khmer Kitchen Restaurant, unser Stammlokal in Siem Reap mit einem einzigartig guten Essen. Das Nationalgericht Amok gibt es mit Huhn, Rind, Schwein oder Fisch. Der Reis wird vom Personal ständig nachgefüllt. Als Nachtisch gibt es bei einem kleinen Stand auf der Straße unglaublich leckere Bananencrepes. Zwei Stück davon kosten 3000 Riel, das sind nicht einmal 50 Cent.
extrem gut. Ja. Hm. Mit Bananencrepes gestärkt geht es weiter zum Angkor Nachtmarkt. Der Angkor Nachtmarkt befindet sich im Herzen der Stadt. Er öffnet so circa 17-18 Uhr abends und schließt nicht vor Mitternacht. Über 100 großteils überdachte Shops bieten auch hier Souvenirs jeder Art an. Man findet hier Kunstwerke, Kleidung, Bücher, DVDs, Schmuck und Elektronik, aber auch asiatisches und internationales Essen. Besonders witzig der Stand von Dr. Fish. Hier bekommt man seine Füße von Fischen massiert. Mal was anderes. An diesen Stand mit wunderschönen Fotos der Tempelanlage von Angkor und buddhistischen Mönchen konnten wir nicht vorbeigehen. Hier gibt es Affenbalsam, ein traditionelles und wirksames Mittel gegen Kopfschmerzen, ebenso wie gegen Muskel- und Gelenkschmerzen, aber auch viele andere Beschwerden. Nachdem wir den Angkor Night Market verlassen haben, ist der Hunger groß. Hier gibt es ein Restaurant, wo alles einen Dollar kostet. Da müssen wir natürlich zuschlagen. Dermaßen gestärkt können wir uns nach Hause und zur Bettruhe begeben. Heute besuchen wir zunächst mal das Wat Phraya an Khao Sa. Es befindet sich mehr oder weniger gleich gegenüber des River Garden, nur 1-2 Minuten Entfernung. Hier die Unterkünfte der Mönche. Da es hier nichts wirklich Aufregendes gibt, bleibt es bei einem Kurzbesuch. Da es im River Garden Schwierigkeiten mit dem Internetzugang gibt, machen wir uns auf den Weg ins Stadtzentrum, um ein Internetcafé aufzusuchen. Schließlich haben wir jede Menge tolle Fotos, die an Freunde und Bekannte geschickt werden wollen und auch sonst eine Menge zu berichten. Und hier ein Internetcafé zu finden, stellt nicht gerade ein Problem dar. So, nachdem wir unsere E-Mails erfolgreich abschicken konnten,
wollen wir uns nun noch den Center Market ansehen. Der Center Market ist komplett überdacht und daher eigentlich wetterunabhängig. Nur am Straßenrand außen gibt es einige Lebensmittelstände. Im Inneren des Central Market findet sich, ähnlich den anderen Märkten, fast das identische Angebot, abgesehen von Nahrungsmitteln. Außerdem lässt sich hier weit erfolgreicher feilschen als etwa im Old Market, da es hier viel weniger Touristen gibt, wohl deswegen, weil der Central Market etwas weiter außerhalb liegt. Mit etwas netten Feilschen zahlt man prinzipiell nur ein Drittel des ursprünglich genannten ersten Preises. Das Stück für $100. Für alle, die das noch einmal sehen. Daniela ist doch wert. Ja. Ich will sie to take a picture. Kameramann. Göttlichen Segen bekommt man allerdings auch nicht umsonst. Nachdem wir den Central Market verlassen haben, entdecken wir nicht nur wieder mal einen Toyota RAV4, sondern auch höchst interessante Verkehrsschilder. Suchbild findet den Fehler. Diese Oldtimer stehen als Dekoration vor einem etwas nobleren Hotel. Zeit fürs Abendessen. Und das nehmen wir natürlich wieder im Khmer Kitchen Restaurant zu uns. Das Khmer Kitchen Restaurant ist mehr oder weniger ein Kultrestaurant. Seit Beginn des Tourismus in Siem Reap wird es auch in allen Reiseführern erwähnt, da das Essen wirklich einmalig gut und irrsinnig günstig ist. Nach 19 Uhr ist hier kaum mehr ein Tisch zu bekommen. Da muss man schon reservieren oder etwas warten, bis ein Tisch frei wird. Während Doris wieder Amok zu sich nimmt, habe ich diesmal Lok Lak gewählt. Eine ausgezeichnete Wahl. Es handelt sich dabei um Rindfleischstreifen in einer hellbraunen Curry-Pfeffersauce, serviert mit Reis. Diese Aufnahmen hier entstanden 2 Tage später. Da waren wir schon etwas spät dran und mussten mit einem kleinen Tisch mitten an der Wand beim WC Vorlieb nehmen. Das Essen war trotzdem ausgezeichnet. Gestern hatte ich was? Heute habe ich jedenfalls Lack. Und gestern war es Leck Luck oder Luck Leck? Luck Luck. Luck. Heute wird den Leuten ein bisschen der Mund brennen. Ja. Ist scharf, oder? Kokosnusssuppe mit Schrimps. Oh, ist das scharf, bist du deppert. Scheiße, das hat sich aus, George. So gestärkt können wir morgen beruhigt unsere erste Angkor Wat-Tour antreten. Bis morgen.